Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal haben wir einem kleinen Mädchen geholfen, Freunde zu finden. Das war herzergreifend und heute machen wir was anderes herzergreifendes, nämlich helfen wir Romeo und Julia dieses Spiels. Sie haben ähnliche Namen wie diese beiden Shakespeare-Charaktere, ihre Liebe Wirklichkeit zu machen. Und dafür sind wir hier beim Meer von Cadencia. Wir haben hier zum einen die Schreibblockade ja vor uns und da hinten ist die Romeo und Julia Quest oder Romeo und Julietta, wie sie hier heißen. Und wie man von der Karte sehr unschwer sehen kann, haben wir hier noch einige andere Nebenquesten vor uns. Also es kann eine Weile dauern, bis wir dahin gehen zur Hauptquest. Ihr wisst das ja, ich gucke, dass ich bei Xenoblade immer die Nebenquests bevorzuge. Das hat den Hintergrund. Bei Xenoblade kannst du niemals sagen, ob du diese Nebenquests im Nachhinein noch machen kannst. Das ist das Problem bei Xenoblade. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir gehen jetzt zuerst hier eben kurz das Teil für die Schreibblockade abholen. Und dann holen wir die Quest für Romeo und Julia. Okay, auf der Insel hier sind wir, glaube ich, richtig für, schon mal für die Schreibblockade. Ich denke mir übrigens mittlerweile, eventuell sollte ich Oskim wirklich einmal hier über das gesamte Meer einmal fahren. Einfach nur, um die Karte hier aufzudecken. Weil die Karte zu dem Meer, die ist ja schon mehr als nur gigantisch. Generell hat dieses Spiel eine extrem große Karte. Was mehr oder weniger ja auch problematisch sein kann. Damit hier zufällig einen Boss gegner, dass ich hierhin einen Reisepunkt später habe. Was ist denn das für ein riesiger Käfer, denke ich mir gerade. Ein Motun. Ich glaube, mit denen lege ich mich besser nicht an. In Cadencia muss ich ja nur einen Ort besuchen. Und es ist das Gebäude da vorne. Gut, dass ich für alle anderen Viecher hier zu stark bin. Ich sehe so viele Inseln, wenn ich mich so umschaue. Das ist ein Miniboss, den machen wir gleich fertig, dann haben wir hier einen Reisepunkt. Aber erstmal, das teile ich wahrscheinlich oben drauf, muss ich das Objekt hier einsammeln, was die Schreiber linken haben will. Da komme ich gerade nicht hoch. Eventuell brauche ich irgendeinen weiteren? Nee, da. So, da ist das Objekt unserer Begierde. Was machen die denn hier? Warum sind die so halb unsichtbaren Mistdinger hier? Bin ich gerade? Ich kämpfe eine Weile lang mal mit Senna. Muss ich ihre Technik noch anpassen? We can do better yet. They're sparking me yet.
Angriffe erstmal auf einen konzentrieren, bitte. Hier, greift mich an! Muss ich mich jetzt bei jedem von diesen Dingern da umkloppen? Und kaputt. Und eingesammelt. Das Teil würde ich eigentlich gerne nehmen. Da schlägt bei mir der Erkunderdrang an. Einfach nur mal gucken. Ich kann mich ja zurückporten. Mit denen kloppen wir uns am besten nicht. Will ich wissen, auf welchem Level diese Giganten da sind? Also die kämpfen gegeneinander. Ich könnte diesen Kampf tatsächlich gewinnen, weil mir da einer helfen würde. Ach komm. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Instant tot. Kampf angefangen. Alle außer den Verteidigern tot. Ja, so wie dazu. Also hier sollte ich definitiv noch nicht hingehen. Wieso leben die noch? Hat er ihn totgefurzt? Naja. Holen wir uns den Container und dann machen wir den Miniboss hier fertig. Und dann gehen wir zu Romeo und Julia. Das Steinchen holen. Muss ja nur hier runter. Da muss jemand betrellert werden. Die sind so viele Inseln, die ich eigentlich besuchen müsste, neben dem Schloss. Es würde sich auch mehr oder weniger lohnen, weil da ja auch sehr viele Reisepunkte drunter sind. Vielleicht aber auch nie immer zu viel offscreen machen. Warte. Nochmal weg. Kampf beenden. Ich muss die Technik umändern. Jetzt haben wir die richtigen Techniken ausgerüstet. Angriff. Reisepunkt ist nämlich ein Reisepunkt. Ich würde den gerne umwerfen, aber die Technik ist nicht bereit. Dark banner. No love lost. Celestial.
Ich habe darauf gewartet, dass der nächste ihn ins Schranken bringt. Zeit für eine Angriffskette. Ach, jetzt habe ich die eine Frau, die neue, jetzt gar nicht im Team, ne? Ich wollte eigentlich auch mal gucken, was die so in der Angriffskette kann. Na gut, muss ich beim nächsten Gegner testen. So, da sind wir schon am Ende der Angriffskette. Guter Schaden. Ach, hätte ich doch nur den Q3 gerade. Guck dir mein Ablenkfeld an. Greif für mich an. Oh, ich sehe gerade was. Lance hat gar keine dritte Technik unten. Und Synchro-Stufe 3. Er ist tot. Ein weiterer Reisepunkt. Auch wenn der eigentlich mehr oder weniger tatsächlich unnötig ist. Ich wollte ganz kurz hier ins Charaktere-Menü. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass mir hier die dritte Fähigkeit fehlt. Na gut, jetzt hat er eine. Fehlt sogar der ich hier zusammen mit das dritte Juwel. So einfach da oben, ne? Jetzt nur den Weg suchen, der da hochführt. Obwohl, eventuell liegt er auch weiter unten. Böse Spinnen. Spinnenarmee kommt. Nee, irgendwas kommt jetzt. Ey, das hat den Stein gefressen. Das können wir nicht in einer Tragödie enden lassen. Da kommen ein Level 47er. Ich glaube nicht, dass das Ding lange leben wird. Roman
Ich glaube, den Flügelschlag könnte ich austauschen. Und pam. Mal gucken, ob eventuell noch ein anderer der Uros Fähigkeit ready hat. Guck mal, das Ding ist doch jetzt schon fast kaputt. Viel Glück, Bro. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sogar die Anspielung ist da. Ach, jetzt komm. Wie romantisch. Ein Ekelpaket von dem Vater.
Aber ich kann ihn auch irgendwo verstehen. Der hat einen Tritt in den Hintern verdient. I hope everyone's getting along. Nee, bestimmt schaffen sie es. Ich glaube ganz fest an die beiden. Irgendwie werden sie ihre Liebe durchbringen. Sagt der, der sich null mit Liebe auskennt. Ja gut, ne? Hier haben wir, wie gesagt, noch 5 Nebenquests allein, die wir noch gar nicht angenommen haben. Und zusätzlich haben wir hier noch den Bergungstrupp. Die Quests müssten wir als nächstes eventuell machen. Ich überlege gerade. Machen wir es doch so, dass ich jetzt erstmal die ganzen Nebenquests jetzt noch einsammle. Und dann können wir beim nächsten Mal entscheiden, mit welcher wir fortfahren. Uff, ist das eine riesen Insel. Ich glaube, da werde ich ein bisschen wandern müssen. Was sagt denn die Karte hier? Ich drücke die ganze Zeit die Taste und es passiert nichts. Dass ich schon dran vorbeigefahren bin. Obwohl, die Insel bzw. dieses Archipel ist ja riesig. Ich denke mal, das ist so über das Archipel verteilt. Laufen wir einfach mal ein bisschen hier über die Insel. Da wird sich schon irgendwas zeigen. Hier geht's nicht mehr hoch. Mal gucken, was da vorne wartet. Das ist ja die eine Nebenquest schon mal. Dämonenhand. Das frage ich mich auch gerade. Das interessiert mich jetzt auch. Wahrscheinlich so ein High-End-Monster. Sieht auch aus wie die Monumente für die ganzen Bossgegner, nur in wesentlich krasser. Neugierig, ja, aber ich will nicht mein Leben in den Sand werfen. Ich habe das Gefühl, da kommt ein Virus, das mich one-hitten kann.
Die unaussprechliche Bestie. Ich kann ja mal kurz gucken. Level 56. Opfergabe. What are we giving them? War das da, haben wir Angst gehabt? Diese epische Musik, ne, wenn man so ein kleines Fellknäuel vor sich hat, das, der Kontrast, ne? Die unaussprechliche Bestie, das ist einfach nur ein Fellknäuel. Und davor soll man Angst haben, oder wie? Ich wechsle. Ich gehe lieber mit Mio dann jetzt. Die epische Musik ist so fehl am Platz. Ich habe jetzt übrigens wieder vergessen, die Steinfrau hier ins Team zu holen. Mir kommt das immer noch wie ein sehr, sehr schlechter Witz vor. Diese Überdramatik mit der Musik. Aber man trifft es sehr, sehr schlecht, muss man sagen. Nein, die Angriffskette wird es schon richten. So, ich habe so stark wie möglich jetzt mit der Angriffskette reingehauen. Das Ding kriegt Schaden ohne Ende. Und fast schon tot. Boah, was hatten die beiden Angst? Das Ding ist doch schon RIP. Wo war das gefährlich?
Warum ging's euch? Nein, überhaupt nicht. Ich stimme Tyon tatsächlich sogar zu. Dafür muss man sich nicht entschuldigen. Great guys, keep this up. Ja gut, Helden. Einfach nur, damit ich fürs nächste Mal da denke, dann sehen wir auch die Angriffskette von ihr. Ich merke das jetzt. Auch hier fehlen noch die Ausrüstungsgegenstände. Ich muss da ein bisschen was, glaube ich, ausgehen noch nebenbei machen. Ich würde tatsächlich jetzt übrigens sagen, so kartenmäßig, das und das da oben decken wir beim nächsten Mal auf. Und die Quest da unten machen wir eventuell auch beim nächsten Mal. Dann gucken wir auch, dass wir für die Schreiberfrau hier alles zusammenbekommen. Müssen natürlich auch noch hier die Gerüchteküche uns anhören. Also beim Lager. Jedenfalls, Leute, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.